Alles klar, wir warten eben noch auf die letzten ein, zwei Leute, die sich noch hier dazugesellen möchten. Das ist nicht geplant gewesen, dass ich jetzt hier vorne stehe. Auch die Präsi habe ich eben mal zwischendurch gebastelt. Wir improvisieren heute ein bisschen und arbeiten zusammen. Das ist als Diskussion gedacht und auch als kleiner Workshop. Deshalb macht auf jeden Fall mit. Ich brauche auch gleich auf jeden Fall ein paar Freiwillige, damit wir irgendwie die Zeit ganz gut nutzen. Erste Reihe, zweite Reihe ist immer ganz gut, aber ich nehme die Freiwilligen meistens irgendwo aus der Mitte und von hinten. Okay, das Thema How to Wireframe, gehe ich noch mal ganz kurz ein bisschen drauf ein. Also wir gehen davon aus, dass wir wissen, wir haben jetzt ein WordPress-Projekt vor uns und wir haben mit dem Kunden gesprochen und müssen irgendwie von dem zu dem kommen, damit der Webdesigner, Texter, Fotograf dann weiterarbeiten kann. Also ausformuliert heißt das Ganze dann quasi, wir finden einen Weg aus der Zielgruppe und Zielhandlung ein Wireframe zu erarbeiten. Und den Weg möchte ich jetzt eigentlich mit euch zusammen ja, finden. Starten wir, keine Zeit verlieren. So gehen wir vor. Ich dachte mir, wir machen erstmal so ein kleines fiktives Projekt, dass wir so eine Ausgangsgrundlage haben. Da kann man am besten drüber nachdenken. Dann sammeln wir Fragen, wie wir von A nach B kommen können, gruppieren die Fragen und arbeiten daraus irgendwie so ein grobes Vorgehensmodell. Und ich dachte erstmal irgendwie so die drei Schritte zum Wireframe wäre irgendwie ganz gut. Genau, und wenn wir noch Zeit haben zum Schluss, dann machen wir so einen kleinen Test-Wireframe und gucken mal, ob das gut funktioniert und vielleicht nehmen wir alle irgendwie was mit. Die Folien, die stellen wir sicherlich auch irgendwie ins Netz und es wird auch auf Video aufgenommen, von daher könnt ihr voll bei uns sein hier. Also, wir haben eine Ausgangssituation. Aktuell haben wir einen Workshop mit einem Kunden gemacht und wir haben mit dem Kunden darüber gesprochen, hey, was möchtest du machen? Ja, ich möchte eine Webseite. Das und das soll passieren. Wir haben dabei seine Ziele erarbeitet, wer die Seite benutzen soll und was die Leute auf der Seite tun sollen, damit er irgendwie sein Ziel erreicht. Das ist irgendwie so unsere Ausgangssituation. Das setzen wir voraus, dass das passiert ist. Und jetzt lasst uns mal zusammen eben ganz kurz den fiktiven Workshop oder sowas erarbeiten. Welche Branche nehmen wir? Irgendwas Einfaches. Arzt, sehr gut. Nee, Arzt sind nicht werberisch, ist nicht so super. Autohaus, gut. Okay, wir haben ein Autohaus. Der hat ein paar Ziele definiert. Jetzt müssen wir gucken, wer soll diese Seite benutzen. Autokäufer, okay. Autokäufer 1. Was will der? Welche Situation hat er? Kleines Budget. Will Auto. Wofür? Arbeit. Ja, da haben wir gleich schon den zweiten Angeber. Okay, der mit dem Auto möchte zur Arbeit, der möchte irgendwie ja, generell einfach irgendwie glücklich sein, eine gute Preis-Leistung haben. Der zweite ist der Angeber. Reichen uns zwei? Brauchen wir einen dritten? Der dritte, sehr gut, will sein Auto reparieren lassen. Autoinhaber und er möchte reparieren. So. Das sind Schraubenschlüssel, nichts anderes. Okay. Okay, einer von den beiden will Neuwagen, einer einen Gebrauchtwagen. Welcher will Neuwagen? Echt? Okay. Ja, was er will und was er kann, ne?
Okay, der möchte gebraucht. Okay, also. Ja, wir haben nur drei. Okay, zwei bis drei Zielnutzer haben wir. Wir haben den Autokäufer 1, er hat ein kleines Budget, möchte einfach nur mit dem Auto zur Arbeit und will gucken, dass er das günstig bekommt und hinterher eine gute Preis-Leistung rauskriegt. Der Autokäufer 2 ist ein Angeber, haben wir jetzt definiert, hat nicht so viel Geld, will trotzdem einen Neuwagen haben. Und der dritte Nutzer ist ein Inhaber vom Auto, der hat ein Auto, geht kaputt, ist von mir aus nach Osnabrück gezogen und weiß noch nicht, welche Autohäuser es hier gibt und fährt, keine Ahnung, die Marke von dem Autohaus. Nehmen wir mal vorweg, das Autohaus hat mehr Marken und ja, er sucht dann ein Autohaus, wo er sein Auto reparieren kann. Okay, ich bräuchte jetzt idealerweise. Nimm mal bitte. So, versuch das mal mit diesen blauen Dingern irgendwie da an die Wand zu pinnen, bitte. Dankeschön. Okay. Wir sind jetzt hier beim Autohaus. Da ist der Chef. Der kriegt. Keine Ahnung, das ist eine Krawatte, also ist der Chef. Halt nicht. Ja, ich habe so Reißzwecken, aber ich glaube, es wird dann laut drüben. Ja, Tesafilm oder sowas gibt es hier nicht. Gucken wir mal. Also ich habe wohl einen Prittstift, aber ich glaube, das ist noch nicht. Also assistierst du mal. Du hast eben so gelacht, glaube ich. Klebt da noch mal ein paar mit dran, dann kriegen wir das hin. Ja, also wir verlieren hier keine Zeit. Okay, wir sind jetzt bei den Zielhandlungen. Wir haben jetzt drei User quasi definiert und wir nennen die jetzt einfach nur 1, 2, 3 und dann können wir immer gucken, welcher das ist, von oben nach unten. Ja, sonst an die Scheibe vielleicht, ja, aber wenn das jetzt erstmal hält, vorsichtig langsam entfernen und dann geht das. Okay, User 1. Ja, komm, machst du ans Fenster? Dann versuch mal, ob das geht. Was soll, ich bin jetzt Autohausbetreiber, was soll der Autokäufer mit wenig Budget auf der Webseite machen? Was soll passieren? Bitte? Im Online-Shop. Kontakt aufnehmen. Aus Sicht von dem soll der kaufen. Ja, gut. Das ist. Seine Ziele hatten wir im Workshop definiert. Er möchte darüber über die Website mehr Autos verkaufen und so weiter. Die Zielhandlung, das heißt das, was der User auf der Website machen soll. Auto kaufen kann man machen, wenn man einen Online-Shop macht. Ansonsten wäre es, bitte? Erst suchen, fangen wir mal an. Suchen, ich nehme einfach mal ein paar. Also suchen plus filtern natürlich. So, genau, dann nehmen wir mal einmal Kontakt hatten wir eben noch. Und jetzt haben wir noch Termin Probefahrt. Das machen wir hier beim Suchen und Filtern. Okay, reicht das erstmal für den als Weg? Also ich fasse mal kurz. Ja. Nee. Aus Sicht des Autokäufers. Braucht er das? Muss er es nicht? Ja. Ja, ist auch keine Zielhandlung. Das heißt, ich mache mal hier, mache ich mal eine Klammer, er informiert sich über den und über das Autohaus, was dahinter steht. Okay, also er sucht nach einem Gebrauchtwagen auf der Webseite, er filtert das nach Preis und was auch immer er mag. Informiert sich dann über den Background, also ist das Autohaus in meiner Nähe und gefällt mir das, was ich sehe. Und der soll jetzt halt über diese Reise einen Kontakt aufnehmen und idealerweise einfach einen Termin zur Probefahrt machen, damit ich dem das Auto verkaufen kann. Okay, User 2.
der Angeber. Deckt sich da irgendwas? Hat der andere, also gibt es noch was anderes oder ist das gleich? Wie seht ihr das? Bitte? Tolle Bilder. Gut, das ist dann das Thema für den Wireframe. Das ist ja das, was wir machen müssen, damit er das tut. Wir sind jetzt hier gerade bei der Zielhandlung, das heißt, was soll der tun? Der soll kontaktieren und Probefahrt machen, soll der noch irgendwas anderes tun? Liken. Der soll liken, okay. Liken und teilen. Soll im Social Media fragen, wie viele Likes er für das Auto kriegt und das mit den meisten Likes kauft er, weil er will ja... Newsletter, weil er regelmäßig sein Auto wechselt. Okay. Dann machen wir einen dritten. Also, der soll einen Termin vereinbaren. Info. Ja, genau, Rezension. Okay. Und soll einen Termin vereinbaren für Reparatur oder soll vielleicht erst auch anrufen und irgendwie fragen, ob das, keine Ahnung, Fragen stellen. Er will mit dem Chatbot reden. Unbedingt. Ja, vielleicht soll er mit dem Chatbot reden. Das ist ja auch so eine Sache. Okay, das reicht uns erstmal. Das heißt, wir wissen, wir haben drei Leute. Die sollen diese Sachen machen, also die nehme ich hier. Die, also Kontakt, Termin, Probefahrt ist halt unser Hauptziel an der Stelle. Was wir von dem vielleicht wollen, ist hier noch, dass er liked und teilt und dass wir den nochmal im Newsletter haben. Und hier sind die beiden Hauptziele. Er soll möglichst irgendwie zu uns kommen und dass er sein Auto bei uns repariert. Das eben über einen Termin oder über eine Fragestellung, das kann dann auch über den Chatbot natürlich passieren. Lass uns mal eben eine schnelle Sitemap dann daraus basteln. Welche Seiten brauchen wir auf der Website, damit wir das haben? Wo hatten wir, hat jemand ein Kreppband? Das ist geil. Du bist dran. Einmal bitte rechts daneben, einfach auch an die Scheibe. Da liegt jetzt Kreppband, super. Okay, ich gebe mal vor, wir haben hier Kontakt. Wir haben eine Startseite. Was kommt dazwischen? Was brauchen wir? Wir haben Suchen, also Suche oder irgendwie Angebot oder so für Fahrzeuge. Also Suchen, Leistungen. Und über uns. Okay, das reicht. Das ist der Aufbau von unserer Website. Ja, das ist jetzt nur die Sitemap. Die Social Icons können wir ja. Machen wir hier mal ein Footer dran. Und da haben wir dann. Ich mache jetzt keinen Twitter-Vogel, das kann nur irgendwie nach hinten losgehen. Also wir haben jetzt Zielgruppe, Zielhandlung soweit definiert, haben eine grobe Sitemap und jetzt wissen wir nicht weiter. Oder das ist jetzt so ein bisschen die Fragestellung, wie kommen wir jetzt idealerweise zu einer sinnvollen Struktur und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da hinkommen. Und ich würde sagen, ja, die könnte man ankleben, die sind halbwegs leicht. Welche Fragen müssen wir uns jetzt stellen? Okay, also zunächst gucken wir uns an, welcher User ist das?
ich das selber ankleben kann. Oder Jessica, kannst du mir mal assistieren? Du? Sonst komme ich nicht zurecht. Kannst du den User mal gucken, ob du mit wenig Pins den an das Board kriegst, vielleicht mit einem oder zwei, wenn es geht. Sonst das Kreppband einfach. Ah, super. Okay, wir fragen uns erstmal, welchen User wollen wir betrachten? Was wäre die nächste Frage? Um zu überlegen, was braucht User 1, ist jetzt zum Beispiel jetzt die Antwort. Okay, Suchfeld. Wie wäre die Frage? Okay, ich. Ja. Ja, okay. Also er soll suchen und finden. Das heißt, die Frage ist, wie soll das aussehen, was er haben möchte und wo soll es positioniert werden? Also ich möchte ein bisschen. Schaufenster. Was meinst du mit Schaufenster? Auf der Website. Also ich helfe euch mal kurz in eine Richtung. Als Frage, wer ist der User? Und dann wäre die nächste Frage erstmal, was braucht er, damit wir so ein allgemeines Vorgehen haben. Und wir beantworten das gleich einmal für den User durch. Und da kommen dann diese Ergebnisse hin und dann gucken wir, ob das passt. Also wir haben den User, was braucht er? Was will er? Sehr gut. Was noch? Okay, wie? Ja. Wir trinken schnell. Okay, was braucht er? Was will er? Wie dringend? Okay, das haben wir. Wir haben jetzt definiert. Motiv. Das unterscheidet sich ein bisschen von was will er denn? Was will er ist Auto. Ne? Also ja. Unter Umständen. Aber was sind seine Motive dahinter? Die haben wir ja schon bei den beiden verschiedenen Gruppen ausgearbeitet. Genau, also die Motive haben wir schon ausgearbeitet. Jetzt haben wir das als Arbeitsgrundlage und wollen jetzt überlegen, wo soll der klicken, was soll der lesen und so weiter. Welche Fragen müssen wir uns dafür stellen? Kommt er zum Ziel? Okay. Ah, ich schreibe mal wieder vor. Wie kommt er zur Zielhandlung? Kannst einfach irgendwie dranpennen. Kommt er mobil oder Desktop? Gute Frage. Okay, die Reihenfolge. Was noch? Müssen wir nicht noch wissen, ob das jetzt unsere Priorität ist, gerade den zu bedienen? Oder ob die Priorität der anderen User ist? Wir haben die drei User als Ziel-User und wir wollen alle drei auf der Webseite bedienen. Wir müssen uns dann ja vielleicht, also wir fragen diese Fragen ja dann je User. Okay. Und wir gehen jetzt davon aus, das sind unsere drei User. Also wir wollen ja den oberen beiden was verkaufen und den unteren Service anbieten. Und alle müssen wir irgendwie auf der Seite verarzten. Okay, ja. Ist aber ein guter Punkt. Ist gut. Ist eigentlich eine sehr gute Frage sogar, weil man kann ja nicht auf jeder Seite alles unterbringen für die ganzen User, die man sich so erdenkt. Und die User dann zu priorisieren, hängt das mal mit hoch bei dem User? Oder hängt das mal hinten an? Das gehört eigentlich in den Workshop mit rein. Dass am Ende vom Workshop wir wissen, welcher User welche Prio hat. Entschuldigung, dass ich dich jetzt mit deinem Bänderriss diese große Stufe da hoch. Ah, gut.
untergeht. So. Das heißt, wir haben den da hinten priorisiert. Das müssen wir natürlich tun, völlig recht, damit wir dann wissen, welchen Fokus wir haben bei den Usern. Welchen wollen wir denn priorisieren? Dann lass uns das doch einfach machen. Dann haben wir hier ein bisschen einfacher das Ganze, auch im Zuge der Zeit. Welchen nehmen wir in Fokus? Eins. Wer ist für eins? Okay, nehmen wir. Dann haben wir das schon klar. Den priorisieren wir jetzt erstmal. Wir fragen uns, was braucht er, was will er, wie dringend möchte er das, wie kommt er zu seinem Ziel, ist er Mobile Desktop und in welcher Reihenfolge muss das passieren? Was für Fragen müssen wir uns noch stellen? Zahlungsbereitschaft. Zahlungsbereitschaft für das Ziel, Kontakt aufzunehmen und einen Termin zu erarbeiten. Brauche ich die auf der Website schon? Das ist im Gespräch. Dann brauchen wir es noch nicht auf der Website, dann bräuchten wir es vielleicht im Telefonat. Zahlungsbereitschaft haben wir vielleicht sogar, wenn wir den Filter haben, wenn wir den Filter haben nach Preis. Okay. Okay, so ein bisschen. Ja, das meine ich. Also, was braucht er, was will er? Das wäre dann hier. Und wenn wir das beantworten, haben wir vielleicht, er möchte ein günstiges Auto oder er möchte ein Premium-Auto. Muss noch eine Frage dazu kommen? Okay. Achso, da war noch so eine kleine Erklärung für ein Wireframe. So, dann wäre die nächste, lassen wir einfach mal weitermachen, gucken, was daraus wird. Welche Gruppenbereiche können wir bilden bei diesen Fragen? Wir haben jetzt nicht so viele. Kann man irgendwas zusammenfassen? Sagen, was braucht und was will er vielleicht? Das ist irgendwie nah beieinander. Vielleicht weiß er nicht, was er braucht, aber irgendwie, dann hängen wir die mal so zusammen. Ja, jo, das ist so eine, irgendwie alles nacheinander, ne? Noch hält es. Wie kommt er zu seiner Zielhandlung? So, wollen wir dem Ganzen eine Reihenfolge geben? Was fragen wir zuerst? Klar, User fragen wir zuerst, haben wir identifiziert mit 1. Was beantworten wir jetzt? Jeder einverstanden? Okay. Dann passt das so, wie das vielleicht schon ist? Ja. Das sind erstmal so ein paar gute Fragen in der Reihenfolge nach. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie heile darüber kriegen. Mal kurz schauen, ob wir das einfach machen können. Genau, das wäre super. Das irgendwie grob Dollar da dran machen und dann das Ganze darüber. Okay. Wir haben uns jetzt überlegt, wir haben den User und wir müssen uns jetzt Fragen stellen, damit wir ein Wireframe machen. Ich male jetzt gleich einfach mal so ein paar Wireframe-Elemente auf, beziehungsweise ich frage euch, dass ihr die aufmalt. Wir haben hier echt ordentlich solche Dinger. Ich mache mal ein Beispiel. Wer hat sowas schon mal gesehen? Für die, die es noch nicht gesehen haben, jemand, der es schon mal gesehen hat, was ist das? Okay, das ist eine Karte mit Stift drauf. Okay. Was stellt das da? Okay, wer?
Okay, das heißt, übertragen ist das quasi ein Platzhalter, dass hier ein Bild hin soll. Hier soll eine Überschrift sein, da könnte eine Beschreibung sein und da könnte ein Button sein, also ein Knopf, wo man drauf drückt und dann irgendwo hinkommt. Das sind so einzelne Elemente von so einem Wireframe, das heißt von dem Gerüst einer Website. Und jetzt wollen wir gucken, was müssen wir wo haben, damit der User da zu seinem Ziel kommt. Kann man irgendwie. Siehst du das dann noch alles? Ja, ne? Sehr gut. Okay. Wer kann das nicht mehr sehen? So die Hälfte ungefähr, ne? Wir machen das mal dahin, weil das müssen wir jetzt ein bisschen im Blick haben. Und daran sollte das, glaube ich, auch halten. Jetzt kommt voll der blaue Strich auf die Wand. Okay, ist dran. Okay, User haben wir. Mobile oder Desktop? Was wollen wir machen? Mobile first. Startseite. Was brauchen wir für den User 1 auf der Startseite zunächst? Ich habe falsch angefangen. Wir wollen jetzt gucken, ob die Fragen gut sind. Was braucht er? Ein Suchfeld. Okay. Ich brauche ein paar Leute vorne. Kommst du nach vorne? Du hast viel Input gegeben. Ich brauche noch ein, zwei Leute, die so ein bisschen was malen. Wer möchte ein bisschen mitmachen? Komm. Sehr gut. Gut, dann hier mal der Stift. Mal ein Suchfeld. Möglichst groß, dass es gerade so auf die Karte geht. Wir sammeln jetzt erstmal hier nochmal einen Stift. Noch mehr Stifte. Übrigens super, dass ihr so einen Koffer habt, der mega voll ist. So, Stift und Karten. Bitte. Okay, wir haben Suchfeld. Haben wir. Was brauchen wir noch? Was braucht er, was will er? Ja, er braucht, also wir haben jetzt überlegt. Also er braucht irgendwie einen Anhaltspunkt. Ich glaube, das ist dann doch noch nicht richtig, weil wir stellen die Fragen wahrscheinlich in der falschen Reihenfolge. Weil wir raten gerade, was er braucht und überlegen vielleicht erstmal, was will er. Das haben wir ja bei der Zielhandlung so ein bisschen vorweggenommen eben. So, was will der denn? Lass uns die Fragen mal eben beantworten. Okay, suchen. Er möchte suchen. Und filtern. Der drückt hoffentlich nicht durch. Suchen und filtern. Was will er noch auf der Seite tun? Kontakt aufnehmen. Was möchte er sehen? Das ist das, was er soll. Bilder. Info und Daten. Okay, das ist die Filter. Was meinst du mit Auswahl? Drei. Er möchte so vergleichen. Okay. Bitte? War noch? Okay. Vielleicht fehlt uns hier noch eine Frage. Weil wir haben jetzt relativ viel, was er alles will. Vielleicht sollten wir fragen, wann er etwas möchte. Also, weil wir so, dass wir das irgendwie bei einer Reihenfolge. Okay, das meinst du mit Reihenfolge?
aber können wir ja mal gut, können wir gut nutzen dafür. Also wann will er das? Also wo, wann ist er? Okay, wir haben den User. Das Mobile haben wir jetzt, okay. Mobile. Und wo ist er jetzt? Erstmal. Oder auf welche Seite, mit welcher Seite wollen wir uns jetzt befassen? Ist er auf der Startseite, hatten wir eben gesagt. Und jetzt können wir, glaube ich, die Fragen noch ein bisschen besser beantworten. Was will er auf der Startseite? Was will er und was braucht er auf der Startseite? Erstmal, was will er? Er will suchen, filtern, vergleichen. Umgekehrt, er möchte ein Suchfeld finden. Er möchte wissen, wo er Autos suchen kann. Das heißt, er möchte richtig sein für sein Verhältnis, was er jetzt zu der Website aufbaut. Und wir übertragen das dann jetzt auf den User. Was braucht der Gebrauchtwagenkäufer mit kleinem Budget, um richtig zu sein? Was muss er da vorfinden? Vielleicht ein kleines Intro, welche Marken, welche Preiskategorien und PS-Zahlen. Kurz einfach eine kurze Zusammenfassung, ein kleines Intro auf der Startseite. Wir verkaufen die und die Marken zu dem Preis. Okay, ja, machen wir mal. Claim. Ja, um richtig zu sein, braucht er noch kein Vertrauen, aber um Kontakt aufzunehmen, gebe ich völlig recht. Einmal ganz kurz noch das Richtigsein. Er braucht den Claim, er braucht Logo, er braucht, du hast gesagt, irgendwie eine Übersicht, Marken und sowas. Okay, wie können wir diese Sachen, also wir haben jetzt irgendwie Claim Logo, Marken oder eine Übersicht, man muss wissen, dass es Gebrauchtwagen gibt, wie können wir das darstellen? Was können wir dann für ein Wireframe-Element nehmen? Also wir haben jetzt irgendwie gesagt, okay, damit er richtig ist, braucht er vielleicht doch noch nicht das Suchfeld, sondern erstmal, ja, was braucht er denn? Bild links, Intro-Text rechts. Malt das mal einer? Oder nehme ich das hier? Geht das? Ja. Okay. Das ist natürlich dann auf Mobile responsive groß. Brauchen wir hier das Logo, damit er weiß, dass er richtig ist? Nee. Was spricht dafür? Wenn das Logo gut ist, ja. Es geht ja auch darum, dass manche Leute den Namen zwar gehört haben, aber halt also schon wissen, worum es geht, aber sich dann wiederfinden müssen, weil sie irgendwo eine Werbung gesehen haben. Okay. Wiedererkennungswert, warum nicht? Warum brauchen die das Logo nicht, um zu prüfen, ob er jetzt hier richtig ist und um weiter vorzugehen? Genau, kommt so ein bisschen aufs Logo an, ne? Würde ich sagen. Also wenn das Logo emotional und gut ist, dann könnte es auch Ausschlag geben. Deshalb würde ich das Logo mal mit einem Fragezeichen belassen, gerade auf Mobile, weil wir da nicht so viel Platz haben. Was wir jetzt gesagt haben, wir brauchen irgendwie ein Bild und einen Text, weil er will erstmal richtig ankommen. Das heißt, was geben wir denn für einen Titel? Was machen wir für einen Claim? So ganz grob. Was muss da drin stehen? Autohaus. Autohaus, gebraucht und Kategorien.
Das mache ich bei Wireframes übrigens auch ganz gerne, dass ich dem schon ein bisschen so ein paar wenigstens einfach Stichpunkte gebe, was da ungefähr rein soll, damit man dann wieder den nächsten Schritt machen kann. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt da, also stellt euch das schön vor und so, dass es mobile gut ist. Ich würde die Marken locken, die Logos von den Marken, die ihr vertreibt. Okay, machen wir so ein Markenelement, wie man das darstellen könnte. Er ist auf der Startseite, er möchte richtig sein, suchen und filtern. Also wir sind noch bei richtig sein. Er hat jetzt ein Bild vorgefunden, einen Titel vorgefunden und ein paar Marken vorgefunden. Ist erstmal richtig. Soll jetzt nicht eine Vollständigkeit sein, aber wäre jetzt erstmal richtig. Was braucht er, damit er filtern und suchen kann? Dann kommt wahrscheinlich das Suchfeld, also irgendwie eine Suche, weil er will suchen und filtern. Das heißt, er braucht Suche plus Filtermöglichkeiten. Und Bilderinfodaten. Was war mit Bilderinfodaten gemeint? Zu den Autos? Okay, dann findet er die hier in den Suchergebnissen. Das brauchen wir jetzt auf der Startseite dann nicht, sondern das ist dann bei so einem einzelnen Eintrag dann da drin. Okay, dann haben wir noch irgendwie wie dringend, wie schnell. Ist das was für das Wireframe? Hilft uns das irgendwie da, die nächste Karte zu machen? Vielleicht, wie wichtig ist das? Wie viel haben wir noch? Da, 6 Minuten, ne? Okay, kommen wir so. Ja, das glaube ich eher, denn, je nach User, wie die Priorität dann ist. Also wenn jetzt einer auf die Seite kommt, der reparieren will, der hat jetzt ja im Moment zumindest gar kein Element auf der Seite. Genau, das heißt, wir haben jetzt im Grunde nur eine Seite für den gemacht, ne? Was wäre jetzt eine Frage, oder wie können wir das jetzt hinkriegen, dass wir die Startseite für alle machen? Ich fand das mit den Blöcken eigentlich ganz gut, weil wir davon ausgehen müssen, dass jeder User jetzt irgendwie auf die Startseite kommt. Und wir müssen idealerweise dann für einen User eine Seite machen, aber vielleicht ist das dann nicht die Startseite, die wir gerade gemacht haben, sondern die Gebrauchtwagen-User-Seite. Das heißt, wir würden dann doch ein Auswahlfeld haben, vielleicht mit für die drei Nutzer. Das stimmt. Gut, vielleicht dann eine gute Frage hierfür. Bei dem User, also vielleicht für den Wireframe, was haben die User gemeinsam? Damit wir gemeinsame Elemente finden, die wir beruhigen, gewissens überall hinsetzen können, weil die alle brauchen. Können wir die am Anfang nicht einfach erstmal filtern, neu, gebraucht und Werkstatt? Dass der User direkt an. Klar. Erstens, der findet sich wieder, okay, ich bin im Autohaus. Und wir filtern den direkt am Anfang. Machst du es dran? Achso, ja. So, und alle wollen wissen, wo der ist, wie er erreichbar ist und ob man schon. Aber das kommt ganz unten, das weiß jeder. Aber wir sind jetzt auf der Startseite für alle. Ja, ja, aber dann kommen wir doch ganz unten in einen Kontaktblock. Fixiert vielleicht, ja? Okay, also alle sollen ja Kontakt aufnehmen. Ich hänge das mal hier drunter. Vielleicht ist da irgendwie so ein Kontaktbutton drunter, dass ich, wenn ich dann, also dass das hier fix ist, relativ klein und dass ich hier nicht draufklicken muss und nochmal auf Kontakt, sondern ich kann hier draufklicken und mir kommt irgendwas da rein oder so, damit ich die Sachen sofort habe. Um möglichst wenig Platz zu haben. Was wir aber jetzt, wir sind jetzt schon relativ weit in diesem Projekt und merken eigentlich, dass wir jetzt uns eigentlich ganz viele Fragen stellen und jetzt diese gar nicht so strukturiert eigentlich zu diesem Wireframe hinkommen. Und das ist eigentlich genau das Problem, was ich hier so ein bisschen adressieren möchte, was, glaube ich, jeder irgendwie hat, zu überlegen, wie kann man das jetzt gut gestalten und was hilft uns dabei? Und da ist jetzt die Frage, hilft uns das dabei, diese Fragen besser zu diesem Thema zu kommen. Das heißt, welche Fragen brauchen wir noch, damit wir das machen können? Kann mal einer aufschreiben, was haben die User gemeinsam? Kann das mal einer eben, ja, einfach irgendwie Gemeinsamkeiten draufschreiben?
dann können wir diese Elemente ja vielleicht klassifizieren. Dann können wir vielleicht sagen, es gibt zwei Arten von Elementen. Eins, was für alle User ist, ein Element, das ist von mir das Grün, ist für alle User. Und, keine Ahnung, eine andere Farbe ist für individuelle User in dem Wireframe, weil dann können wir die auch priorisieren. Vielleicht ist das eine gute Idee. Achso, genau, kannst du das da mal mit vielleicht dann noch hier drüber packen? Weil wir wissen ja, welche User oder da noch hin. Ja, da oben drüber, dann auch welche, glaube ich, ist ganz gut. Okay, ich werde die Zeit auch nicht überstrapazieren. Ich möchte das, was wir jetzt ein bisschen haben, auf drei Grundschritte runterbrechen. Welche drei Sachen können wir machen oder in welche drei Elemente können wir diesen Workflow, den wir gerade versucht haben, unterteilen? Was wäre Punkt 1? Visualisieren der Zielgruppen. Was meint ihr? Vielleicht noch ein anderes Wort für visualisieren, dass man sagt, irgendwie definieren, also weiter ausdefinieren von den Zielgruppen. Wie soll man das machen? Ich überlege mal was. Also Zielgruppen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ist das vielleicht was? Damit wir eine gute Grundlage haben. Dann ist das unser Punkt 1. Kannst du das mal hier anpinnen? Dann machen wir hieraus die grünen Schritte. Was dann? Was wäre Schritt 2, wenn man das so... Ja. Was heißt Auswahl? Okay, also hier drunter, also unter diesem Punkt, fallen natürlich mehrere Sachen. Also unter dem User Gemeinsamkeiten und Unterschiede kommt natürlich, dass wir alle Gemeinsamkeiten auflisten, alle Unterschiede auflisten und die dann auch irgendwie priorisieren. Das ist hier dieser grobe Schritt. Ich habe jetzt die Gemeinsamkeiten herausgefunden, Unterschiede auch. Was mache ich jetzt damit? Wir sind jetzt irgendwie, ja, hier, ne, im Grunde. Dann fängst du ja an, dann weiter aufzubauen, schon quasi, oder? Ja, vielleicht, also wie diese Fragen, also den Punkt, diese Fragen zu stellen, will ich noch eben zusammenfassen. Weil das ist ja, oder ist das hier, oder meintest du das hier mit drin? Ja. Dann machen wir einen zweiten Punkt, priorisieren. Dann schreibst du noch eben auf dem Grünen auf priorisieren auf. Weil wann ist das eigentlich so, das weiter ausdifferenzieren? Ja, ist die Frage. Wir bräuchten eigentlich noch so eine halbe Stunde mehr Zeit, dann würden wir, glaube ich, ein gutes Gerüst kriegen. Vielleicht, wer Bock hat, morgen an dieser Stelle weiterzumachen, könnte man überlegen, ob wir das, sodass wir halt für jeden eine Art Anleitung haben, how to wireframe. Wie seht ihr das? Wäre das irgendwie für euch sinnvoll, wenn ihr nach Hause geht und sagt, ihr habt so ein Hauptdinge und dann habt ihr darunter Unteraufgaben. Idealerweise kommt irgendwo eine Checkliste raus für uns alle, die wir abarbeiten können, um von da nach da zu kommen. Okay. Dann machen wir nämlich jetzt Schluss. Da ist gerade Stoppzeichen. Keine Zeit mehr für jetzt. Vielen Dank fürs Mitmachen.